Hier, in der Kommandantur des ehemaligen KZ, befindet sich heute eine Gedenkstätte mit Dauerausstellung. Themeninseln spannen den Bogen von der NS-Machtübernahme in Ulm bis zur Etablierung der Gedenkstätte in den 1970er Jahren. Zu sehen sind Bilder, Texte und Exponate zum Ulmer KZ, zu den Häftlingen und den Tätern vor und nach der Lagerzeit. Eine vorgegebene Reihenfolge der 8 Themeninseln besteht nicht. Ergänzende Informationen finden Sie an den Medienstationen, unter anderem mit Briefen und Erinnerungen der Gefangenen. Aus seinem Bericht vom 8. März 1994. Ich wurde zur Kommandantur bestellt, zu Bock. Er sagte mir, es sei ein Gesuchter von meinen Eltern wegen der Entlassung. Er fuchtelte mich an und schnauzte, Ihr Vater war ja auch Kommunist. Die Themeninseln sind durch Querverweise mit dem Besucherarchiv verknüpft. Im ersten Stock können Sie die Biografiealben mit den Lebensgeschichten von Häftlingen einsehen. In der unterschiedlichen Kultur, das betrifft aber auch den Bildungsbereich. Das Obergeschoss wird außerdem für Veranstaltungen, Schülerprojekte und Sonderausstellungen genutzt. Im Keller befinden sich die Arrestzellen. Durch die Holzplanken, auf denen sie gerade stehen, tropfte im Winter das Schmutzwasser direkt in die Zelle. An diesem Ort lässt sich die Ohnmacht der Opfer nachdrücklich wahrnehmen. Hunger, Kälte, Misshandlung, rein gar nichts als Nacht, Not und ein Eimer. Am konkreten Tatort und am lokalhistorischen Beispiel zeichnet die Ausstellung ein weitgehend unbekanntes Kapitel nach. Die Entstehung des KZ-Systems zu Beginn des Nationalsozialismus. Das gesamte Fort wurde als Konzentrationslager genutzt. Wie in späteren Lagern gab es bereits am oberen Kuhberg grundlegende Funktionsbereiche. Die Unterbringung der Häftlinge erfolgte in 3 Stufen. Das System war Teil der Disziplinierung und wurde oft willkürlich angewandt. Einige Bereiche des KZ sind nur über die Führungen des Vereins Förderkreis Bundesfestung Ulm zugänglich. Den KZ-Alltag prägende Orte können Sie im Rahmen von Führungen des Dokumentationszentrums Oberer Kuhberg, den Träger der KZ-Gedenkstätte, besichtigen. In den halbunterirdischen Kasematten des Südflügels waren die Häftlinge der Stufe 2 untergebracht. Durch die offenen Schießscharten drang kaum Licht, aber dafür Kälte und Feuchtigkeit in die Festungsräume. Die Enge und Dumpfheit der Räume, das Drücken der eingepfercht seinen Massen, unzulängliche hygienische Verhältnisse, Abbordanlagen, die jeder Beschreibung spotten. Verschmutzung, Verwahrlosung, Druck, Misshandlung, Beschimpfung. Es war ein qualvolles Dasein. Der Appellplatz, der einzige ebenerdige Platz, war Ort ständiger Schikane und sadistischer Demütigung. Der Sozialdemokrat Kurt Schumacher und der Kommunist Alfred Haag, Reichstags- bzw. Landtagsabgeordnete, saßen als führende Systemgegner isoliert in Einzelarrest. Das KZ Oberer Kuhberg ist das einzige ehemalige frühe Konzentrationslager in Süddeutschland, das in Gebäude und Gelände noch weitgehend erhalten ist. Hier ist der Tatort, sind Mauern, Räume und Gelände noch sichtbar. Begreifbar wird dieser Ort durch Ausstellung und Zeugnis der Gefangenen.